Hallihallo, Hallöle und herzlich willkommen zu Exosoct Simsevor. Ja, mitten hier aus Takatuka Kinderland. Finde ich doch sehr suspekt. Tanzende Würste, tanzende Haie und so. Sieht heutzutage wirklich das Kinderprogramm so aus oder habe ich da was nicht mitbekommen oder so? Das ist sehr irritierend. Also, ich würde mir. Also wenn das Fernsehprogramm wirklich so heute ist, also ich gucke ja wirklich, also wenn das wirklich so ist, das Fernsehprogramm, ist es kein Wunder, dass heutzutage die Leute alle so psychisch gestört sind, ja, muss man mal so sagen. So, Hausaufgaben machen. Mädel, hä? Die hat echt einen Lieblingstisch dafür. Die geht immer wieder dahin. Die blinkenden Lämpchen und so weiter. Die ziehen an wie eine Motte. Oh, was ist denn da los? Oh, ihr kommt zu spät. Ja, du musst zur Arbeit. Ja, mach hin, mach hin, mach hin, mach hin. Oh, ho, 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 das gibt die Halskürzung. Fehlt bei der Arbeit, der Champion Gamer. Ja. Da hab ich auch noch nie gehabt, ja? Dass jemand bei der Arbeit fehlt, ja? So. Er ist bei der Arbeit. So, was mache ich? Ich werde jetzt definitiv weiter mal das Programmieren üben. Oder wir hacken. Hacken wäre natürlich auch eine Idee. Weil wir sollen ja hacken. Hacken, emotionale Aura. Nee, geht anscheinend noch nicht. Dann muss ich, doch, hacken. Da ist es doch. Lahm, Einhorn, Lama, Rettungsfonds. Ja, hacken wir mal den... Lama Einhorn Rettungsfonds. Und sie ist dort. Warum ist sie dort? Sie ist wieder fertig mit dem Bild, würde ich sagen. Hallo Scrat! Naja, sieht nicht so ganz aus wie Scrat, aber gefällt mir. Das heißt, wir werden mal das hier an den Sammler verkaufen und ditte da anhängen. Gefällt mir besser. Das ist lustig. Oh, ein Eichhörnchen, ja. Oh, ich kann jetzt Spiele modden. Also, mein Sohn besser gesagt. Ja, der kann Spiele modden. So. Irgendwie... Nee, irgendwie geht das nicht gerade. Warum geht das nicht? Ja. Guck mal. So, genau, so müsst ihr hinhauen. Genau, so haut das hin. Genau. Und weiter geht's. So. So, was macht er denn nochmal ein realistisches Gemälde? Fallen mir eigentlich ganz gute Motive, muss ich mal sagen. Also der ist ganz toll, das ist ganz toll. Dann die dazu. Mal gucken, ob ich noch was Schickeres finde als das da. Ach, hier zweimal der gleiche, sehe ich gerade. Ja, zweimal der gleiche. Also einmal können wir behalten, die beiden machen wir dann weg, wenn wir was Schönes bekommen. Genau. So machen wir das. So, die kleine Kima. Die kleine. Ja, das Geräusch ist hier auch genial. So, Hausaufgaben sind fertig. Das heißt, packst du sie noch ein, oder? Genau, okay. Gut. Was kannst du denn Schönes machen? Schauen wir mal nach. Hunger hat sie ein bisschen, Sozialitäten sind okay. Das heißt, sie wird sich auf alle Fälle mal... falscher Charakter. Sie wird auf alle Fälle mal eine schnelle Mahlzeit sich nehmen. Was nimmt sie sich denn? Sie nimmt sich einen Joghurt. Oh, hier sind noch mehr Aktivitäten, wo ich sie gerade sehe. Ha, nee, Joghurt reicht nicht. Du musst was Richtiges essen. Das war ja der falsche Charakter. Öffnen. Was haben wir denn Schönes? Wir haben Eier mit Toast, Buntbarsch, Grillkäse, Spaghetti. Spaghetti, genau, eindeutig. Spaghetti. Genau, haben wir genommen. Und danach machen wir mal komplettes... Grundhygieneprogramm, das heißt, wie ein Piesel wieseln, dann reden üben.
Nee, hier, Zähne putzen. Und dann darfst du mit Düsenstahl spielen. Genau. Und wenn du das gemacht hast, dann darfst du hier natürlich auch mit dem Haus von der Kotelett spielen. Ja. Kann sie mit Luna und Tom herumspielen, genau. Ja, ja. Oh, die Tiki-Bar sieht auch genial aus. Fällt mir gerade mal nochmal wieder so auf. Ah. Ah? Schick gemacht, immer hier mit diesem Flammeffekt auch. Ob es da einen pangalaktischen Donner-Gurgler gibt, weiß ich nicht. Ich kann mal auch eigene Mixgetränke nachher machen. Also wie ich ja auch gemacht habe, meinem Balota. Oh ja, das wird eindeutig ein schönes Bild. Das heißt, wir werden die anderen hier verticken und nee. Ah, falscher Charakter wieder. Das darfst du an den Sammler verkaufen. Das darfst du auch an den Sammler verkaufen. Und das wird dann ja, in Leinwand gerahmt. Gucken wir mal, dass das da weg ist, genau. Sehr schön. Und dann darfst du direkterweise ja, nicht nur hier hingehen. Mama, halt, du darfst was essen, genau. Du darfst was essen. Und zwar 5 Tage, 8 Tage, 8 Tage, 4 Tage. Das heißt, du darfst dann auch nochmal einmal Spaghetti nehmen. Und du darfst. Was hast du denn für Bedürfnisse? Du darfst nochmal was hacken. Genau, du musst ja. Was hacken, hacken, hacken? War das unterprogrammieren, wa? Genau, hacken, hacken, hacken. Look in. Lothario Treuhandform, genau. Wie viel Kohle haben wir denn jetzt eigentlich gehackt hier? 94 Kohle. Oh Gott, das ist nicht viel. Also das Hacken ist dann doch ein bisschen aufwendiger. Da war der Beruf von Opa doch definitiv einfacher zu handhaben. Dann muss ich noch die Schelmfähigkeit machen. Das heißt also irgendwann noch dafür holen oder so. Müssen wir mal schauen. So, die Kleine. Ja, hat irgendwann bald noch eine Fähigkeit. Aha, Kreativität 2 erreicht. Okay, das heißt, sie muss definitiv weiter in dem Puppenhaus spielen, damit sie dann noch kreativer wird. Was haben wir da? Puppenhaus. Aha. Jo. Schon fertig. Dann machen wir mal öfters. So, so, so. Achso, dann geht immer die eine weg. Die kann natürlich auch mit ihnen hier spielen. Mal gucken, ob das mehrere Sachen geht dann. Ansehen. Ach, mit denen kann sie nur ansehen. Das ist aber gemein. Was ist denn hier? Spielen und reden. Dino einen Namen geben. Hä? Hat sie hier? Das kann sie ansehen. Das kann sie auch ansehen. Und hier kann sie Spielsachen aufräumen. Aufräumen lassen wir mal sein. Das soll dann ein bisschen chaotisch werden. Das ist durchaus legitim. Droboshiroi, oder wie? So, was macht Mama? Mama ist am neuen Bild erschaffen und er spielt auch dann. Der spielt, er programmiert. Nee, hackt. So, die Kleine darf schlafen gehen, obwohl ja morgen eigentlich schulfrei ist. Aber. Oh, macht sie alleine? Sehr schön, okay. Ja. 22 Uhr und ab in der Falle mit dir. Sehr schön. Sehr vorbildlich. Ohne, dass man was sagen muss. So, ich bin nach Hause gekommen. Was ist los? Ich bin nach Hause gekommen. Ich hab ein bisschen Hunger. Das heißt, ich werde mal öffnen. Was nehmen wir denn hier? In der Welt platzieren und dann auf jeden Fall mal 8 Tage, 5 Tage, wenn wir mal hier ein Gericht nehmen.
Und danach darfst du dann halt auch aufräumen. Gut, ich habe hier was ergaunert, wie ich gerade sehe. Dann gehen wir nochmal in den Garten. Machen wir nochmal einen Gartenspaziergang. Hier nochmal mal Garten. Hier ein bisschen Aktivität draußen. Und dann schauen wir mal nach. Sozialität, Energie, Hygiene. In 18 Stunden. Das heißt, dann darfst du auch pennen gehen danach. Oder nee, wir machen Techtelmechtel. Genau, wir machen Techtelmechtel mit ihr hier. Hatten wir lange nicht mehr gehabt. Ja, so läuft das. Macht sie. Oh, macht sie, hä? Sie wird müde. Oh. Was wird denn das? So ein jaulender Wolf oder was? Wolf von Schwarz-Weiß wäre ein Stinktier, aber Stinktiere sehen definitiv anders aus. Ist schon fertig? Ah, das ist Pop Art. Ganz ehrlich, verkauft mir nicht. Gefällt mir nicht. Oh, jetzt muss es erstmal da hängen bleiben. Gut. Bleibt erstmal die Pop-Art da liegen, machen sie hier Pop-Art. Also, das nennt man mal eine Überleitung. 113 Flocken bringt das auch nur, das sieht auch schon ein bisschen billig aus. Genau. Und jetzt kommt wieder die ganz erotische Stimme. Und wir sehen die Herzchen nach oben fliegen. Hier in Tim, der Alatania sein 3DS zeigt, um ja die Pokémon-Sammlung ja ihr mal vorzustellen. Ja, so ist es. Oh ja. So, beide sind auch müde. Da ist definitiv dann auch was mit Schlafen und da ist auch Schlafen. Das heißt, die ganze Familie schläft heute mal etwas eher. Was natürlich auch nicht verkehrt ist. Und ich sehe gerade, da läuft noch das Stereoanlage. Mitten in der Nacht. Ausmachen. Kann ja nicht wahr sein, ja. Und überall brennt eigentlich auch noch das Licht. Das finde ich auch ein bisschen irritierend, dass da so im Dunkeln überall davon die Linsen hier noch durchstackeln, ja. Aber na gut, muss wohl so sein. Ich höre hier noch komische Geräusche. Ach, das ist die Tiki Bar. So, was ist los, Kima? Nee. Opa schläft. Lass ihm mal bitte seinen Schlaf. Ja, es kann nicht wahr sein. Ich weiß, es ist durchaus interessant, was Opa alles in seinem Zimmer hat, aber. Ja. Lass ihm mal bitte seinen Schlaf hier, ne? Kann ja nicht wahr sein. Okay. Oh, die Bilder gefallen mir wirklich gut. Gerade das ist niedlich. Aber ist auch richtig teuer. Das ist auch teuer. Bitte hier. Oh, es geht eigentlich. Sie hat ein bisschen Durst und möchte was trinken. Ja, ist ja okay. Sehr direkte Bedürfnisse. Ja, die Blase hat sie noch. Das heißt, sie kann auch mal die Blase leeren. Nehmen wir mal das hier. Einfach mal Ditte oder Ditte. Ach, sie stellt das dann noch ab. Hygiene geht eigentlich. Dann kann sie noch mal trinken danach. Gut. Du machst erstmal die Toilette bitte hier. Ey, was ist denn hier los, ey? Bitblock spielen. Und Opa stören. Nee. Du hast richtig Hunger, sehe ich gerade. Und du darfst dir das hier mal her eröffnen. Und. Ja, was essen wir denn hier eigentlich? Warte mal. Hundbarsch am Morgen? Ja, warum nicht? Soll ja gesund sein, der Fisch. So. Ich bin auch wach geworden und. Ich werde mir auch erstmal ein bisschen was zum Essen nehmen. Zwar eine schnelle Mahlzeit. Ich mache mir einmal Cerealien. So die Jugenderinnerung sozusagen. Und die kleine Kima, ja, die guckt Fernsehen. Ganz tolles Kino. Nee, sie wird dann auch was essen. Die nimmt sich dann aber.
Eier und Ho. Okay. Und sie? Sie ist am Zocken. Nee, 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 nee. Gibt's auch nicht. Sie wird auch was essen, obwohl sie gar nicht viel braucht, wa? Oh, doch. Sie nimmt sich auch Eier mit Toast, würde ich sagen. Nee, sie nimmt Fisch, Fisch. Nehmen wir mal ein Gericht namens Fisch. Und dann sitzt die ganze Familie tatsächlicherweise mal am Tisch zusammen. Das sind so Dinge, die haben wir noch ja nicht so gehabt, wa? Das muss man ja auch mal so sehen. Mal gucken, ob Opa sich da noch mal ransetzt. Weiß ich jetzt gar nicht. Ja. Mal gucken. Macht das freiwillig oder nicht? Nö, er will zocken. Jo, lassen wir mal zocken. Wobei, er kann sich eigentlich damit ransetzen, oder? Lass mal zocken, ansetzen. Wann muss er zur Arbeit? In 8 Stunden. Nee, er kann hier mal ein bisschen was sauber machen, genau. Säubern? Was hat er denn hier noch zu machen? Da ist alles in Ordnung. Wir könnten theoretischerweise mal gucken, ob wir hier Geräte verbessern können. Nee. Auch nicht. Verbessern. Selbstreinigung hinzufügen. Ist, glaube ich, nicht verkehrt. Dann haben wir so mal so ein Hygieneproblem weniger. Okay. Auch das Becken ist dann schön sauber. Gut, dann gucken wir mal hier. Verbessern wir das auch mal. Machen wir da auch mal eine Selbstreinigung dazu. Das können wir auch verbessern. Aber nicht mit Selbstreinigung. Erstmal alles hier mit Selbstreinigung. Auch hier eine Selbstreinigung. Dann haben wir hier verbessern. Auch dort eine Selbstreinigung. Dann auch hier verbessern. Ah, da gibt es keine Selbstreinigung. Okay. Können wir hier das hier verbessern? Ja. Und auch dort eine Selbstreinigung. Dann haben wir zumindest schon mal den Haushalt so, dass hier sich alles ein bisschen so selber reinigt. Ja. Sehr schön. Gut. So, Mama macht sauber und die Kleine, die hat ja heute frei. Die muss ja gar nicht zur Schule. Das heißt, sie wird heute mehr oder weniger mit den Haus von Kotlet spielen. Und wie sieht es da mit der Hackerei aus? Der hackt doch gar nicht. In 7 Stunden arbeiten. Nee, du darfst hier nochmal. Was darfst du denn machen? Ja, programmieren. Hacken geht nicht. Dein Enthusiasmus ist eine Ehre, aber vielleicht solltest du eine kleine Pause und so weiter programmieren üben. Genau, dann programmierst du, übste. Und Opa, wie sieht's denn eigentlich bei dir aus? In 7 Stunden auch arbeiten? Oh, ihr dürft beide arbeiten. Das ist ja auch mal nett. Alantania ist gerade sich mit der Tochter am Unterhalten. Theoretischerweise kann sie doch mitspielen, ne? Mit Ki mal mit dem Haus von Kotlet spielen. Genau! Machen wir doch mal. Oh, da lernt sie tatsächlicherweise auch was. Gerade kurz einen Balken gehabt. Oh, der Schnittlauchsimulator bringt tatsächlich Kohle. Guckt mal. Ja. So viel dazu. Adäquate Software. Ja. Ich werde mal noch ein paar andere Simulatoren schreiben oder so. Mal gucken. Ich weiß es noch nicht. Mal sehen, was mir so einfällt. Aber Schnittlauchsimulator ist ja schon mal richtig Hammer-Software. Ja. So, und die beiden spielen schön zusammen. Und er verbessert den Haushalt. Oh, so fleißig hier. Das heißt, wir müssen dann uns um die Reinigung und so weiter alles schon mal nicht mehr kümmern. Also, das ist schon mal ganz gut. Lässt sich denn der hier noch verbessern? Ja, verstärkte Tür. Ja, eine Möglichkeit, damit der Kühlschrank seltener kaputt geht. Ja, sehr schön. Das machen wir dann auch mal. Was ist denn hier am Ofen noch? Verbessern. Ja. Selbstreinigung ist schon drinne. Wärmesensor. Nee, beschichtetes Gehäuse wäre eine Möglichkeit. Da müssen wir mal gucken. Ja. Die Mikrowelle geht auch zu verbessern.
Innenbeschichtung. Dann verbessern, aha. Kaffee könnte ich auch eigentlich mal wieder machen. Ah, lecker Kaffee, aber der muss ja eh bald zur Arbeit. Ah, Kaffee, Kaffee, Kaffee. Gut. Stevie? Deborah? Swinkey? So, da ist wieder die Sarif? Programmiererei verbessert. Bledsoe? Level 4, sehr schön. Oh! Und Arbeit ist in 5 Stunden und hier auch in 5 Stunden. Die arbeiten also mehr oder weniger jetzt fast synchron. Ja, Geschicklichkeit, Level 8 erreicht. Was hat die Kleine vor? Sie will eine Milch. Oder einen Orangensaft. Keine Ahnung. Kinder wollen immer was essen und trinken. Aha, hat funktioniert. Und Frau Mama kann eigentlich dann das Bild hier verkaufen. Aha. Das komische. Also, mir gefällt's nicht. Also, ganz ehrlich. Also, ja. Weg damit. Das heißt, du darfst gleich mal ein neues machen. Und zwar nochmal ein realistisches Gemälde. Ein großes realistisches Gemälde. Ich hoffe, dass ich da nochmal was für die Wand bekomme hier. Also hier. An dieser Stelle da. Kicken wir mal, was da was Tolles drankommt. Und danach darfst du dann nochmal die Hähne machen, wie ich hier gerade sehe. Schaumbad, dann darfst du danach nehmen. Genau. Gut. Die Kleine. Unterhält sich mit Opa. Ja. Mensch, lockere Unterhaltung. Kann sie das auch wegrollen? Aufräumen. Ja, kann sie machen. Darf man ein bisschen fleißig sein, die Kleine, auch so im Haushalt. Wenn sie zwar manche Leute meckern, hey, Kinderarbeit. Irgendwie will nicht. Weglegen, aufräumen, weglegen, geht das? Okay. Geht alles nicht. Das heißt, einmal hier die Blaseritis entwenden, also leer machen. Und danach darfst du wieder. Genau, an den Haus von der Koteletts. Genau. So, Blase, 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 Blase. Blase ist entblast. Und. Ui. Das wird ja wieder. Luxusbild oder sowas. Sieht zumindest so aus. Ah? So, Oparillo. Oparillo kann sich dann hier einmal mit ihr hier unterhalten. Ja? Ja. 5 Stunden Arbeit, wie geht es denn dann überhaupt? 16 Uhr? Also in 3 Stunden? Das Bild ist eigentlich ganz nett. Machen wir das mal hier ran. Und wo geht sie jetzt hin? Ach so, sie geht baden, stimmt ja. Ja, weißt du was, Opa? Weißt du was? Du darfst hier mit dem Haus, mit der Kotlet spielen, mit der Kima, genau. Geh mal Opa-Aktivitäten nach, ne? Warte mal, sie ist fertig gerade. Das heißt, nochmal, Haus von Kotlets und dann Opa auch. Was los hier? So, Haus von Kotlets. So. Genau, so funktioniert's. Kompliziert, aber doch geschafft. Ja. Ja. Sehr schön. Gut. Habe ich hier so ein komisches Bild da unten? Ach, das ist doch noch hier aus der Küche, was ich haben wollte. Wo machen wir das hin? Hier über den Kühlschrank? Hier da drüber oder da? Das hängt die ganze Zeit da drunter. Ja. So kann's gehen. Machen wir es so hin. Genau. Okay. und das ist auch nicht gerahmt, wa? Genau. Gut. Was macht die kleine Kima? Die Fernsehen gucken, hä? Ich glaube, Opa guckt mit Fernsehen, hä? Was haben wir denn da? Nö.
aktuellen Kanal schauen, genau. Bestimmt wieder so ein Kinderding, wa? Ja. Oh Gott. Ja. Da kriegt man irgendwie Angst. Jetzt ganz ehrlich, also... Das finde ich unheimlich. Richtig unheimlich. Es geht gar nicht. So, realistisches Gemälde. Zack. So. Boah. Grauenhaft. Oh. Ein Glück gucke ich mittlerweile in meinem Leben nicht mehr so viel Fernsehen. Oh yeah. Das geht gar nicht. Da kriegt man Angst bei, ja? Ah? Oh. Stereoanlage im Hintern. Ja. Das heißt, du machst hier mal schnell die Stereoanlage reparieren, sehe ich gerade. Die können wir nicht den ganzen Tag hier kaputt lassen. So, muss in einer Stunde circa auf der Arbeit sein. Ja, und Opa auch, genau. Ja, uhu. Und dann hier mal Teile plündern. Mal hier ein bisschen Fallott. Und dann nochmal hier das wegwerfen. Ja, ja, hör auf zu meckern. Kümmer dich drum. Nicht immer meckern hier, ne? Und weil du hier sowieso Langeweile hast. Die kannst du nicht wegpacken. Was hat der Tim machen? Aber der ist noch am Programmieren üben, ja? Was machst du jetzt? Siehst du nicht, ja? Lohnt sich nichts mehr anzufangen, ne? Lassen wir dich erstmal hier hinsetzen. Was macht die Kleine? Ach, die hat hier so ein kleines, das macht Geräusche, das kleine Vieh, was sie da hat. Danke, dass du meinen Knopf betätigt hast. Oh Gott. Das Gerät kriegt man nie wieder aus jetzt, ne? Oh Mann. Gut. Dann, hier ist zu Ende mit der Programmiererei-Übung. Ah, da musst du nämlich jetzt so langsam... Ja, Dingens hier. Genau, weiß schon. Genau, zur Arbeit. Hä? Immer umgezogen oder wieder zurück umgezogen? Sehr irritierend. Ja, okay, verstehe ich nicht. Muss ich nicht verstehen. Tim ist jedenfalls zur Arbeit, genau. Tim ist zur Arbeit und so nett da Lantan, ja? Gucken wir mal uns das Bild hier an. Sieht aus wie eine Piratenbraut, ja? Oder Pirat. Könnte fast beides sein, es sieht so ein bisschen androgyner aus, ja? Gut, an den Sammler verkaufen. Oh. Also mittlerweile verdient der Mutter ja am meisten, ne? Thema mal realistisch hier. 25.000, habe ich gesagt, wa? Naja. Das ist noch eine Menge Flocken bis dahin, ne? Gut, was haben wir denn hier noch? Ein surrealistisches Gemälde. Schauen wir uns das mal an, wie das wird. Gucken wir mal. So, und der kleine Kima ist selbstsicher. Die kleine Kima will an den Gerät da spielen. Nee, du spielst mit den Auswandern Kotlets. Ja. Genau. So viel dazu. Bin schon was überlegen, was wir vielleicht doch was kaufen, obwohl ich eigentlich keine Kohle ausgeben will aktuell. Weil, ihr wisst ja, ja. Ah, 25.000. Oh Gott. Herrlich reich. Ist wieder doch ein Ziel, was erreicht werden will. So, was haben wir die Bedürfnisse? Bedürfnisse. Energie geht, Hunger geht, geht. Und bei ihr gehen die Bedürfnisse eigentlich auch ganz gut. Hat sie eigentlich im Fernseher ausgemacht? Ja, hat sie gemacht, sehr schön. Okay. So, was macht sie jetzt? Sie spielt wieder. Jo. Die Kleine, hä? Ja. Was hat sie denn überhaupt für Bedürfnisse? Schauen wir mal. Jemanden kennenlernen, bla, sowieso. Mit Kind anfreunden.
ein Kind anfreunden? Hat sie hier irgendwie Nachbarschaft? Ich meine, ihr antun kann? Also, kann sie jetzt hier auch sammeln und so ein Zeug? Könntest du auch machen. Hat sie hier? Basilikumstrauch? Keine Ahnung. Kannst du auch hier im Garten was machen eigentlich? Eine aromatische Knollenpflanze, die Zwiebeln hervorbringt. Ja. Levelaufstieg. Sehr schön. Kreativität. Ja, lassen wir sie mal machen. Ist ganz okay dann. Glückwunsch. Alantania hat soeben ein Meisterwerk. Ja, ganz ehrlich, gefällt mir nicht. Kannst du verkaufen. 1200 noch weiter, aber so hammer finde ich das jetzt nicht, ja? Riesig nicht. Ja, darfst du verkaufen, sonst hätte ich das nicht ausgewählt. So. Ein kokettes Gemälde, impressionistisches, ein abstraktes. Gehen wir mal in den Abstraktismus hinein. Was hat die Kleine? Die ist verspielt. Gucken wir mal, was sie für ein Spiel sich ausgewählt hat. Ihr könnt ja mit dem Mauszeiger rüber, aber lassen wir uns mal überraschen. Ah, sie spielt bitte Blocke. Jo, lassen wir sie mal machen. Das ist ja übrigens der Schlafanzug, was sie anhat. Naja, warum nicht? Ist irgendwie glänzend. Oh, hat die Motorikfähigkeiten erworben. Kima kann auf dem Klettergerüst und, was? Ging mir jetzt zu schnell. Klettergerüst, spielen und am Computer tippen üben. Die kann abtippen am Computer. Ist ja interessant. Aha. Was hältst du alle Tipps? Ja, jetzt kriegst du Motorik, ne? Jo, lass uns mal so Motorik machen, ja? Wow. Wartet, alle gibt hier Motorik und Ditte und jenes. Wobei, da ist ja eigentlich schon weiter. Ich muss mal gucken, was für Fähigkeiten sie überhaupt hat. Sozial 3 und Kreativ 3. Das heißt, eigentlich hat sie die wesentlich weiter schon. Das heißt, sie wird mit Mama quatschen. Genau. Süßigkeiten schwärmen. Spielzeug reden. Über Schule reden. Und über Interessen reden. Genau, das darfst du erstmal alles machen. Und danach werden wir noch die Kreativität machen. Genau. Mental. Und Torik. Jo. Oh, Skimbo. Müssen wir auf jeden Fall noch hochkriegen. Auch machen, ja. Ich weiß nicht, was ich alles brauche nachher. Ob das irgendwie nachher abhängig ist von dem, was ich überhaupt machen kann. Ich weiß es echt nicht. Piguna. So. Und danach darfst du dann, genau. Ah, Sozial 4. Dann darfst du mit dem Kotlethaus spielen. Mimimimiu. Ja, genau. Ja. Was hat sie denn für Bedürfnisse? Hunger. Ja. Energie geht langsam. Oh, ist auch 20 Uhr. Kein Wunder. Und ich sehe gerade, wir haben überzogen. Deshalb sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Und dann schauen wir mal, wie es zum Abend hingeht. Also, ciao, ciao. Bye, bye.